Willkommen bei Unterwegs mit Eddie. Wir sind jetzt hier auf der NEC 2024 Februar und zeigen euch alles, was es hier an britischen Wohnwagen zu sehen gibt. Seid also gespannt, die nächsten Serien englische Wohnwagen von der Messe. Hallo und willkommen bei Unterwegs mit Eddie. Lasst euch bitte nicht stören. Wir sind immer noch auf der Messe und mittendrin statt nur dabei. Aber wir nutzen jetzt die Gelegenheit, euch mal den Buccaneer, den Commodore von vorne zeigen zu können. Das hier ist einer der wenigen, bei dem die Gasklappe vorne mal offen ist. Und wir zeigen jetzt mal die Details hier ein bisschen näher. Die sind ja jetzt seit 2024 abgerundeter. Das heißt, hier vorne habt ihr deutlich weniger Platz. Hier passen also die Gasflaschen noch rein und ich sag mal, das Stromkabel, dann ist Schluss. Dafür habt ihr jetzt hier, und das ist sehr massiv, gedämpfte, also auch mit Stoßdämpfer hier oben. Ich rutsche mal auf die Seite. Oh ja. Sehr massive Gasklappen, Gestänge, die auch miteinander verbunden sind und das Ganze ist... Also ich will ja nicht sagen, aber ich glaube, vor Gefühl kann ich mir hier den Wohnwagen sogar mit fast abschleppen. Hab dann, weil jetzt passt das, nur noch in der Mitte ein Schloss. Das war vorher auch schon so, aber das ist natürlich jetzt Bombe. Und jetzt könnt ihr auch mal sehen, Frau geht mal kurz auf die andere Seite. Der Buccaneer hat die AKS 3004, der hat das ATC serienmäßig. Und hier könnt ihr die Gaskastenbeleuchtung sehen, wie das der Engländer löst. Also nicht im Gaskasten, aber wenn ihr die Gaskastenklappe aufmacht, geht das Licht an. So kann man es auch machen, spart sich die ganze Sache mit Explosionsgeschütz und hat trotzdem Licht vorne. Das zum Buccaneer Commodore von vorne. Ansonsten dreigeteilte Fenster, oben ein größeres und wir gehen dann mal jetzt kurz hier drumherum in die Ecke. Wir haben also auch hier unsere Gasaußensteckdose, ganz klar. Ohne die gibt es keinen englischen Wohnwagen, die Beladeklappe. Und jetzt der kurze Schwenk hier auf die kleinen technischen Daten. Wie immer, wenn ihr genauer lesen wollt, kurze Pause. Und dann nicht vergessen, Play zu drücken, damit es dann weitergeht. Ich mache mal jetzt noch mal hier von dem Design, weil das ist schon schick. Geht ein bisschen ins Lila rein. Ja, jetzt darfst du weitermachen. Genau, wir haben eine einteilige Tür, eine richtig schöne Einstiegsbeleuchtung. Und jetzt kann man mal sehen, dass hier ist normal verdunkelt und hier vorne ist nochmal deutlich verdunkelter. Alles für die Privatsphäre. Das ist ja auch das Topmodell. Jetzt gehen wir mal rein. Und wie immer, wir sind in dem Commodore. Commodore hat das klassische Innenraumdesign, das heißt also diese Face-to-Face-Sitzgruppe. Die kennen wir von unserem. Die ist noch hochwertiger, fühlt sich richtig gut an. Es ist wie zu Hause. Dann haben wir hier auch, das ist nichts Neues, zum Ausziehen für zu zweit. Wir haben die große Klappe mit einer kleinen Schublade im Innen drin. Die müsst ihr ja bei uns auch schon gesehen haben. Jo, wer unser Video schon gesehen hat. Und unten das Ganze zum Ausziehen, damit man hier vorne ein Doppelbett machen kann. Und unten drunter nochmal eine Klappe für Schuhe, die wir benutzen. Was beim Buccaneer jetzt hier hinten nochmal, eine Steckdose. Das ist also alles wie gehabt. Hier vorne habt ihr keine Klappen. Das sind nur Ablagen. Schön tief. Das breite Fenster hier vorne kann man dann auch, weil das ja nicht zu öffnen ist, braucht ihr kein Fliegengitter, aber zum Verdunkeln ist mit dabei. Und das Skyroof natürlich. Das Skyroof hat logischerweise Fliegengitter und Plissé zum Verdunkeln. So. Stauraum unter den beiden Sitzbänken. Links natürlich dann der Elektroblock und sonstiges plus Wassertank und rechts dann reiner Stauraum, den ihr ja von außen auch beladen könnt.
Hier vorne dann DVB-T-Antenne, Solarmodul, Antennenverteiler und hier kommt dann das leider diebstahlgeschützte, gefährdete Radio noch rein. Und weitere Klappe zum Beladen. Das Ganze auf der anderen Seite, ich mache beide mal auf. Die haben kein Softclose. Wer das haben möchte, 4 von diesen Gelenken kosten, glaube ich, bei Amazon 20 Euro. Kann man austauschen, zack, habt ihr Softclose. Wer das mag, gerne, mich stört's nicht. So, die Küche des Buccaneer. Dann tauschen wir erstmal. Dann tauschen wir. Die Küche des Buccaneer ist sehr hübsch, weil wir haben hier eine riesengroße Ablagefläche mit den Steckdosen hinten, Lichtschaltern. Ich gehe mal am Shampoos vorbei. Oh, der ist sogar noch voll. Also da könnte man es heute noch eingeben. Oben die Klappen. Auf Wunsch kann man die auch abtrennen. Und diese Klappen haben Pseudo-Soft-Close. Müsst ihr noch ein klein bisschen nachklicken und dann passt das. Das gleiche hier vorne, da wieder mit Becher und Tellerhalter. Hinten seht ihr auch noch ein bisschen das Design vom Buccaneer. Das ist natürlich auch hochwertiger wie bei uns. Genau. Er hat ein riesengroßes Spülbecken. Also da könnt ihr auch Wäsche drin waschen. Ja. Den angenehmen Wasserhahn und hier unten dann Schubladen. Die haben Softclose, Pseudo-Softclose. Und was halt schön ist, hier nochmal riesengroß mit Auszug. Zweimal. Also hier kann man schon ordentlich was unterbringen. So, dann ganz normal. Normal für einen Engländer. Den Backofen haben wir euch schon ein paar Mal vorgestellt gehabt. Also, ja, also ihr solltet wissen, wie er jetzt funktioniert. Ne? Und hier unten nochmal die Klappe dazu. Ist ein bisschen Technik mit versteckt. Das war's. Neu im Buccaneer für 2024, Brille richten. Der neue Dometic 10 Kühlschrank. Beidseitig zu öffnen. Und das separate Gefrierfach. Das war vorher einteilig, mit dem Dometic 9, jetzt haben wir einen 10er. Mikrowelle ist gleich geblieben, immer noch die Russell Hobbs. Hier braucht ihr noch einen Glasteller. Und das hat 800 Watt. Und der hat 800 Watt. Also bei 6 Ampere abgesicherten Plätzen aufpassen. Ist uns auch schon passiert. So, also was? Ich schmeiße gerne die Sicherung. Aufreißen, hier ist dann ein Tisch. Kann man kaum sehen. Ja. Und hier nochmal versteckt. Schmales, langes Regal. Dann ab ins Badezimmer. Vergessen haben wir natürlich den Omnivent. Ja, klar, Serie. So, geht's ins Badezimmer mit mittlerem Hiki, glaube ich. Ja. Und hier kommt die Dusche mit Licht natürlich. Und da es hier der Doppelachser ist, seht ihr da hinten wieder den abgetrennten Achsenbereich, Reifenbereich. Also das ist optimal, um das dreijährige Kind da drauf zu setzen und die Füße zu waschen. So, und hier diese Tür, die finde ich natürlich persönlich jetzt angepasster und besser, die man so zuziehen kann. Das geht jetzt hier nicht ganz zu, weil wir auf der Messe sind. Da hat ja ein oder andere schon bestimmt dran rumgespielt. Dann haben wir schon einige dran rumgespielt. Genau. Und wir gehen jetzt gleich ins Klöschen. Genau. Einen Blick da rein. Also wie immer machen wir natürlich die Tür zu, damit wir das mitgefühlte Mittelbad haben. Schränke. Da habt ihr Stauraum. Hinterm Spiegel ist auch noch Stauraum. Oh, Riese, Riese. Das schneidest du bitte raus, Schatz. Ja, ja. Stauraum. Noch eine Ablagefläche hier oben, Waschbecken, Zahnputzbecher und da ist auch die alte Heizung. Für das Handtuch. Klöschen. Unten habt ihr noch Beleuchtung. Sieht natürlich cool aus, bestimmt im Dunkeln. Da seht ihr noch die Schläuche für den Wasserhahn. Also nichts Besonderes. Da machen wir wieder zu. Und dann gucken wir mal, ob wir
ins Schlafzimmer kommen, aber ich muss euch die Tür auch noch zeigen, weil hier habt ihr auch die Tür, wie ihr hoffentlich bei uns auch gesehen habt. Die kann man natürlich zumachen. So, Bad. Und da vorne würdet ihr jetzt in den Wohnbereich kommen. Hallo. So, jetzt sind wir im Schlafzimmer. So, das Schlafzimmer ist Buccaneer Commodore, ist im Prinzip ja ähnlich dem des Avante 860, wobei es doch einige Unterschiede gibt. Also ihr habt oben noch das Bett, ganz normal. Ich klapp's mal hoch. Ah, könnt ihr drunter gucken, da seht ihr den Wassertank und die Verkleidung hier vorne, Holz. Ich möchte noch mal daran erinnern, an alle Kritiker, das Bett liegt nicht auf dem Holzrahmen, sondern hier auf dem Alurahmen. Ja? Der Alurahmen trägt, das hier ist nur die hübsche Verkleidung. Und natürlich der Wassertank. So. Und jetzt könnt ihr auch sehen, das Bett ist so weit ausgezogen, das ist der Nachtmodus. Und wer noch ein bisschen mehr Bett braucht, zieht hier einfach noch ein bisschen. Ja, da ist da hinten der Spalt. Da ist da hinten so eine kleine Lücke. Aber eine Polsterung dazwischen gesteckt und dann passt die Sache wieder. Haben wir auch. Wir haben uns einen Schaumstoffteil machen lassen, um das da hinten noch einzufügen. Und dann habt ihr hier ein Queen-Size-Bett mit einem guten 1,40 Meter, glaube ich. Daten blende ich euch hier ein vom Bett. Und wie gesagt, wenn man es auszieht, kommt man locker auf 2 Meter. So. Dann haben wir einen kleinen Unterschied. Wir haben hier rechts von mir, links von euch, hier unten den Anschaltpunkt für den Fernseher, 12 Volt Steckdose, normale Steckdose. Das heißt, der Fernseher kommt hier drauf, also nichts Großes. Und hier nochmal einen kleinen Schrank. Und habt dann auf der anderen Seite die Schönheitsecke, die Vanity Corner. Dann habt ihr hier unten auch nochmal das gleiche wie da drüben. Und hier oben nochmal einen Spiegelschrank, wo ihr auch noch Zeug verstauen könnt. Auf dieser Ecke haben wir dann auch noch USB und normale Steckdose. Ja. Und wir gehen mal auf die Seite vom Bett oben. Ihr habt natürlich hier dann den ganz normalen Schrank beleuchtet. Ja, ein bisschen länger gebraucht. Und ziehen wir mal eine Kaffee. Und hier unten nochmal vor der Schublade eine kleine Ablage und hier unten drunter nochmal 2 Schubladen. Ja, ihr könnt jetzt nicht sehen, die sind aber da drüben. Ich gehe auf meine Schubladenseite. Das ist, glaube ich, besser. Schublade. Und hier ist mein Schrank. Mit Licht. Und da hinten verbirgt sich dann auch noch eine Abdeckung. Naja, da müsst ihr meinen Mann fragen. Der weiß das. Und da oben haben wir dann nochmal ein richtig großes Hegi. Ich lege mich mal ins Bett, dass ihr auch sehen könnt. Also hier könnt ihr dann sehen, meine Frau liegt im Bett und zeigt euch das große Hegi. Die Sterne müsst ihr euch jetzt vorstellen. Leider haben wir hier nur Hallendach bei der Messe. Nacht kann ich leider nicht zaubern, aber der Blick ist natürlich wunderbar. Was will man eigentlich mehr? Das alles zum Buccaneer Commodore. Außen habt ihr schon ein bisschen gesehen. Wir zeigen euch gleich jetzt noch, wie er von hinten aussieht, das Heck. Und dann soll es mit der Vorstellung gewesen sein. Wenn wir das noch schaffen, zeigen wir euch ganz schnell im Schnelldurchlauf mehr oder minder die Innenräume der anderen Buccaneers. Jetzt kommen wir noch zu dem Rückseite des Buccaneers. Er hat also Teil-LEDs mit diesem schönen Leuchtband außenrum. Hier in der Mitte habt ihr noch ganz normale Halogenlampen. Das Mittelteil, also hier würde ich zum Beispiel auch was Schönes draufschreiben lassen. Zum Beispiel oben, unterwegs mit Eddie. Zum Beispiel. Habe hier oben den Buccaneer-Schriftzug, die dritte Bremsleuchte. Alles da, was man braucht. Und bietet sich natürlich an, für einen Beamer hier nachts einen Film gucken zu können. Wäre auch cool. Oder unser Aufkleber hier. Und jetzt hüpfen wir durch die anderen Buccaneers schnell durch und zeigen euch die Innenräume. Das ist jetzt der Rosa.
Reise. Seht ihr? So, dann stürze ich nur mal kurz mit euch rein, weil es macht ja jetzt keinen großen Unterschied zwischen dem einen oder anderen. Wie gesagt, hier ist der Wohnbereich. Küche, der hat jetzt in der Mitte das Bett. Und wir gehen jetzt nach hinten Richtung Bad. Einmal den großen Spiegel, gut, der ist schon beeindruckend. Und hier das Heckbad. Das ist jetzt der Unterschied zwischen dem einen oder anderen. Spiegel, schön hinterleuchtet alles. Und da ist auch schon mein Männchen. Und die Kinder freuen sich darüber, dass wir YouTuber sind. Genau, jetzt gehen wir raus in den nächsten rein. Kann man zum Buccaneer Aruba. Der Preis ist heiß. Wie immer, wenn ihr sehen wollt, kurz auf Pause drücken. Jetzt geht's rein. Der hat jetzt was typisch Englisches. Also ich kann damit auch nichts anfangen. Aber vielleicht ihr. Also er hat die normale Sitzgruppe. Und jetzt hat er hier auch noch ein Mittelsitzgruppe. Tisch. Also bei uns wäre es eine Mittelsitzgruppe, aber hier ist zum Frühstücken. Und vorne die eigentlich die Sitze wären dann für Kinder oder die weiteren Partygäste. So, hier Küche. Der hat jetzt ein Queen-Size-Bett. Französisches. Da müsst ihr euch halt vorne ein bisschen rausrobben. Aber dafür hat er dann hier wieder ein etwas größeres Bad. Ich hoffe, man sieht alles. So, und das war jetzt der Aruba. Ja. Wie gesagt, also die Engländer stehen auf zwei Sitzgruppen. Müsst ihr selber wissen. Die kann man umbauen zum Bett. Und dann habt ihr oben an der Stange, kommt ein Vorhang rein und dann kann man das hier noch ein bisschen abtrennen. Das könnte dann auch als weiteres Bett genutzt werden. So. Ansonsten ist der identisch mit allen anderen, die gleiche Ausstattung. Unterscheidet sich wirklich nur im Design ein bisschen. So, dann gehen wir in den nächsten rein. Ja. So, jetzt kommen wir zum Bermuda. Und dann gehen wir mal rein. Der hat jetzt wieder die L-Sitzgruppe. Ich hoffe, dass mein Mann gleich den Fernseher pixelt, weil dann könnt ihr mal so sehen, wie das wäre, wenn ihr hier drin sitzt und... Ach ja. Auch den Fernseher brauche ich nicht pixeln, das ist ein Werbefilm von Buccaneer. So, und dann könnt ihr hier schön drin sitzen und in Ruhe entspannt Fernsehen gucken. Hintergrundbeleuchtung ist schon eine coole Nummer. So, dann gehen wir mal weiter. Küche, wie gehabt. Kühlschrank, wie gehabt. Der hat jetzt noch eine Abstellfläche für was ihr auch immer habt. Mit Schubladen, ganz viele. Und hier hinten haben wir dann das Mittelbad. Auch wie gehabt. Gehen wir mal ins Klöschen. Also hat sich jetzt nichts verändert. Und am Schluss das Bett. Ja, der ein oder andere hat wohl schon hier drin gelegen und hat Probe gewohnt. Ich war es nicht. Also auch nichts anderes wie bei den anderen. Die Bettwäsche auch gehört aber auch dazu. Also das ist was Optionales. Denn die ist im gleichen Design wie die Außendesign-Beklebung vom Barracuda oder Buccaneer allgemein. So, dann gehen wir wieder raus. Ein Hammer, glaube ich, noch. So, und zum guten Schluss kommen wir jetzt zum Barracuda. Ich springe schon mal vor. Wieso geht mein Mann immer nach vorne? Er steht mal jedes Mal im Bild. So. So, jetzt haben wir die L-Couch mal ganz andersherum. Ganz andersherum. Und jetzt muss ich noch sagen, hier für Kaiserzeit 1871, tut mir furchtbar leid, aber hier auf der Messe gibt es keine Crusader. Die sind aus. Und den aufgebohrten Eldis Avante, der jetzt hier als Chatsworth verkauft wird, das ist nichts Neues.
Ja, tut mir echt leid. Deswegen zeigen wir die Buccaneers hier ein bisschen in ausführlicher. Hier mit Werbefilm, da ist zumindest dann der Crusader zu sehen. Wenigstens etwas. So, und der Crusader ist ja im Prinzip dann der Buccaneer in etwas abgespeckt und auch als Einachser erhältlich. So, aber wie gesagt, Küche, Bad und hier ist das Bett jetzt ganz anders angeschlagen, dass ihr dann halt immer Richtung Wohnbereich gucken könnt. Ja, da haben auch noch ein paar Probe gewohnt und der hat noch einen extra Keil drin. Moment, ich gehe mal da durch. Deshalb finde ich das gar nicht mal so doof. Der hat diesen extra Keil schon drinne. Ich hoffe, man sieht's. Der wird dann so eingeklappt. Und natürlich, wenn das jetzt runter ist, habt ihr noch mal ein paar Zentimeter, ne? So, ich habe mal nachgeholfen. Ah, danke schön, Schatz. Ja. Und alles im Prinzip seitenverkehrt. Da dann der Schönheitsspiegel, die Wand, die Ecke und auf der Seite der Fernseher. So, jetzt gehst du mal bitte noch mal aus dem Bild und machst die Tür auf, weil dann haben wir noch mal die Blickachse. Ich laufe jetzt mal mit euch wieder geradeaus durch, aber wie gesagt, ihr könnt ja dann direkt auf den Wohnbereich gucken. Ich muss mich nur vorbeidrängeln. Drängeln Sie. Aber Mann, hat das Bett so weit ausgezogen. So, und hier sind wir wieder vorne angelangt. Und ich denke mal, das war es auch so ziemlich mit Buccaneer. Das war der Komplettüberblick über die Buccaneer und ich hoffe, es hat euch gefallen. Crusader, wie gesagt, leider nicht da. Kann ich euch nur im Video zeigen. Hier nochmal auf das Video. Gut, jetzt gehen sie gerade spazieren, also sorry. Tut uns leid. Kann ich nur sagen, im Oktober auf der Messe ist Eldis wieder komplett vertreten und Swift ist auch komplett da. Und dann mein Tipp, fahrt selbst mal hier hin. Also wir finden es super, die Leute sind nett. Die Leute sind sehr entspannt. Guckt es euch mal selber an. Für uns ist es immer wieder ein Erlebnis und von daher, wir sehen uns im nächsten Video.